Ich freue mich unheimlich, dass so viele nette, tolle Menschen gekommen sind, um uns heute zu unterstützen. Kinder sind unsere Zukunft. Kinder müssen uns mal später, auch wenn ich ein bisschen älter bin, hoffentlich, dass sie sich gut um uns kümmern. Sie sollen sich vor allem auch in der heutigen Zeit richtig bewegen und schlau bewegen. Wir haben Versprechen abgegeben. Wir haben über 40 neue Fit for Future Schulen ins Programm aufgenommen. Wir haben ein fantastisches Kids on Court Festival veranstaltet. Ja, ich sag mal, im Prinzip, das ist meine Gewohnheit. Nicht reden, sondern machen. Und wenn wir uns Ziele setzen, die gehen maximal ein Jahr, damit wir nicht so sehr Kaffeesatzlesen machen. Und insgesamt gesehen haben wir die letzten 12 Monate so abgewickelt, wie wir sie uns vorgenommen haben, inklusive dem heutigen Anlass. Wenn was gesagt wird, dann wird es auch eingehalten und dann wird auch alles probiert, dass es richtig umgesetzt werden kann. Und es ist alles perfekt realisiert worden und jetzt kommen aber dann schon die nächsten Aufgaben und wir wollen natürlich noch weiter wachsen. Und da muss man ganz knallhart weiterarbeiten und das werden wir auch machen. Und wir haben vor allen Dingen deine Herzenssehnsucht und unser Traum verwirklichen können, dass wir ein Projekt zusammen entwickelt haben, das heute im Grunde genommen hier tatsächlich aus der Taufe gehoben wird. Beweg dich schlau, da stehe ich zu 1000% dahinter und wir werden probieren natürlich das Programm auch noch weiter zu verbessern, dass es die Kinder noch mehr erreicht und dass sie noch mehr Spaß an der Bewegung haben und noch mehr lernen können durch die Bewegung. Und es ist einfach schön zu sehen, dass man bei einem Projekt dabei ist, das man sich selbst eigentlich am liebsten auch so zusammengebaut hätte. Bei mir war halt immer der erste Ansatz, okay, ich fange oben im Kopf an, weil wenn ich vom Kopf her stark bin, dann kann ich noch ein bisschen mehr aus mir rausholen. Und genau bei dem Programm wird man unheimlich herausgefordert, jetzt gar nicht so extrem körperlich, sondern eben vom Kopf her. Es geht um Kinder, es geht um Zukunft und es geht um Nachhaltigkeit, denn wir wünschen mit unserem Programm kein Eintagsfliegen, sondern wollen noch lange, lange, lange mit vielen Schulen das Programm erfüllen. Was ich mir erhoffe, ist, dass das wie ein Schneeballsystem wird, im positiven Sinn, dass es immer weitere Kreise macht und immer mehr angesteckt werden. Auf 7.500 wurde es eben erhöht. 20.000 Euro, 70.000 Euro für Fit for Future zur Verfügung stellt. Vielen herzlichen Dank. Und hier geht es natürlich auch darum, qualitätsgesicherte Konzepte und Programme zu fördern. Und all diese Voraussetzungen erfüllt Fit for Future. Und damit das nachhaltig auch gefördert wird und das beibehalten kann und natürlich auch neu mit dem Beweg dich schlau vom Felix mit eingeführt werden kann, unterstützen wir hier Fit for Future mit einem Betrag für die nächsten 5 Jahre von 520.000 Euro. Wow, 520.000 Euro. Ganz herzlichen Dank, Steffen Rollmann. Die zweite Felix and Friends for Kids Gala 2015, 26. Oktober. Hat einen Gesamterlös erbracht von 665.000 Euro. Vielen Dank euch allen für dieses tolle Ergebnis. Also ich hätte mir ehrlich gesagt nie gedacht, dass wir das von letztem Jahr, die Summe auch mit über 400.000 dieses Jahr nochmal toppen können. Unfassbare Summe zusammengekommen. Also alles in allem kann man wirklich sagen, extremst gelungen Abend.